Narzissmus und Alkoholismus sind zwei psychische Störungen, die oft getrennt voneinander betrachtet werden. Doch in der Realität gibt es eine bemerkenswerte Verbindung zwischen diesen beiden Zuständen, die es wert ist, ausführlich untersucht zu werden. Ich bin Professor Ashok Rim und in diesem umfassenden Video werden wir die tieferen Aspekte von Narzissmus und Alkoholismus beleuchten, ihre Verbindung näher betrachten, Ursachen erforschen und schließlich mögliche therapeutische Ansätze erkunden. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der Individuen ein übermäßiges Interesse an sich selbst und ihrem eigenen Selbstwertgefühl haben. Dies geht oft einher mit einem Mangel an Empathie und einem starken Verlangen nach Bewunderung durch andere. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, kurz NPS, kann grob in zwei Hauptkategorien unterteilt werden. Erstens der grandiose Narzissmus. Hierbei zeigen die Betroffenen übertriebene Selbstüberzeugung, ein Gefühl der Überlegenheit und die permanente Notwendigkeit, bewundert zu werden. Zweitens der vulnerable Narzissmus. Diese Form des Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein fragiles Selbstwertgefühl und die Neigung, Kritik oder Zurückweisung als eine persönliche Bedrohung wahrzunehmen. Wenden wir uns dem Alkoholismus zu. Der Alkoholismus, auch als Alkoholabhängigkeit oder Alkoholsucht bezeichnet, ist eine chronische Erkrankung, bei der Menschen Schwierigkeiten haben, ihren Alkoholkonsum zu kontrollieren. Dies führt zu einem übermäßigen Verlangen nach Alkohol, Vernachlässigung anderer Lebensbereiche und körperlichen sowie psychischen Gesundheitsproblemen. Der Alkoholismus kann in verschiedene Stadien auftreten, beginnend mit problematischem Alkoholkonsum und endend mit schwerer Abhängigkeit. Die Verbindung zwischen Narzissmus und Alkoholsucht ist ein faszinierendes und zugleich komplexes Thema, das eine eingehende Analyse erfordert. Beide Störungen sind eigenständige psychische Gesundheitsprobleme, aber sie können in vielerlei Hinsicht miteinander verknüpft sein. Damit Sie das Folgende gut verstehen können, muss ich Sie mit einem wichtigen Begriff aus der Medizin bzw. Psychologie vertraut machen. Der Begriff heißt Prävalenz. Prävalenz bezeichnet die gesamte Anzahl von Krankheitsfällen im betrachteten Teil der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum. Wenn ich also ganz hochgestochen sage, die Prävalenz der Erkältungskrankheiten in der deutschen Bevölkerung betrug im November 2023 30,4%, heißt das nichts anderes, als dass 30,4% der Deutschen im November einen Schnupfen hatten. Ich hoffe, soweit konnten Sie mir folgen. Ich hatte ja gesagt, Prävalenz betrachtet einen bestimmten Zeitpunkt, Montag der 11.12.23, oder einen Zeitraum. Wenn wir die gesamte Lebensspanne betrachten, nennen wir das Lebenszeitprävalenz. Und diesen Begriff Lebenszeitprävalenz brauchen wir jetzt. Es gibt ja zwei ganz wichtige Fragen, die wir klären müssen. Die erste Frage ist, wie hoch ist der Anteil an Menschen mit einer diagnostizierten narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die im Laufe ihres Lebens eine Suchterkrankung entwickeln werden? Anders gesagt, wie hoch ist die Lebenszeitprävalenz bei einer NPS, eine Suchterkrankung zusätzlich, also als Komorbidität zu entwickeln? Die Antwort ist erschreckenderweise 64,2%. Das heißt, 64,2% der diagnostizierten NPS-Patienten werden eine Suchterkrankung entwickeln im Laufe ihres Lebens. Zweite Frage und entscheidend für unser heutiges Thema: Wie hoch ist die Lebenszeitprävalenz bei einer NPS, eine Alkoholabhängigkeit als Komorbidität zu entwickeln? Die Antwort ist 30,6%. Beides sind wahnsinnig hohe Werte im Vergleich. Wir sprechen davon, dass in Deutschland in Summe 3,4% der Menschen alkoholabhängig sind.
Im Folgenden werde ich die verschiedenen Aspekte dieser Verbindung ausführlich erläutern. Da haben wir die Selbstmedikation und emotionale Bewältigung. Eine der zentralen Verbindungen zwischen Narzissmus und Alkoholsucht liegt in der Art und Weise, wie Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen Alkohol verwenden, um mit ihren emotionalen Problemen umzugehen. Narzissten neigen dazu, ein fragiles Selbstwertgefühl zu haben, also zerbrechliches Selbstwertgefühl zu haben, und sind empfindlich gegenüber Kritik oder Zurückweisung. Der übermäßige Alkoholkonsum kann vorübergehend dazu führen, dass sie sich besser fühlen, da Alkohol Angst begrenzt, weil Alkohol Depressionen und innere Leere vorübergehend mildern kann. Die Flucht vor emotionalen Schmerzen kann zu einem riskanten Muster des Alkoholkonsums führen, da narzisstische Individuen nach einem Mittel suchen, um ihre inneren Konflikte zu betäuben oder zu verdrängen. Ein Beispiel dazu. Anna ist eine junge Frau, die unter narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen leidet. Sie hat ein sehr fragiles Selbstwertgefühl und ist äußerst empfindlich gegenüber Kritik. In Zeiten von Stress, Selbstzweifeln oder Ärger greift sie häufig zu Alkohol, um vorübergehend ihre Angst und Unsicherheiten zu betäuben. Sie findet, dass Alkohol sie selbstbewusster macht und ihre Ängste vor Zurückweisung vorübergehend verschwinden. Mit der Zeit entwickelt sie jedoch ein Alkoholproblem, da sie immer mehr trinkt, um die gleiche emotionale Erleichterung zu spüren. Unser zweiter Punkt: soziale Faktoren und das Bedürfnis nach Anerkennung. Narzisstische Menschen haben oft ein übermäßiges Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, Bewunderung und Erfolg. Alkohol kann als soziales Schmiermittel fungieren und Hemmungen senken, was dazu führen kann, dass narzisstische Personen Alkohol in übermäßigen Mengen konsumieren, um soziale Interaktionen und Beziehungen zu erleichtern. Sie könnten Alkohol als Werkzeug verwenden, um sich attraktiver, charmanter oder selbstbewusster zu fühlen. Insbesondere dann, wenn sie in sozialen Situationen sind, in denen sie sich unsicher fühlen. Michael, ein narzisstischer Mann, hat ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung und sozialer Anerkennung. In sozialen Situationen, in denen er sich nicht ausreichend bewundert fühlt oder sich unsicher fühlt, greift er gern zur Flasche, um sein Selbstwertgefühl zu steigern. Er glaubt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol charmanter und charismatischer ist und dadurch mehr Anerkennung von anderen erhält. Dies führt dazu, dass er häufiger Alkohol konsumiert, um seine narzisstischen Bedürfnisse zu erfüllen. Punkt Nummer 3: Impulsivität und Risikobereitschaft. Narzisstische Persönlichkeitsmerkmale sind oft mit Impulsivität und einer Tendenz zur Risikobereitschaft verbunden. Narzissten können eher dazu neigen, riskante Verhaltensweisen einzugehen, einschließlich exzessiven Alkoholkonsum, ohne die Konsequenzen angemessen zu berücksichtigen. Dieses impulsive Verhalten kann dazu führen, dass sie mehr Alkohol trinken, als es für ihre Gesundheit sicher ist. Mark, ein narzisstischer junger Mann, neigt dazu, impulsiv zu handeln und Risiken einzugehen. Er sieht Alkoholkonsum als aufregende Möglichkeit, sich vor anderen groß zu tun, sich abzuheben und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mark geht oft in Bars und Clubs, trinkt in großen Mengen und sucht nach Gelegenheiten, um seine extrovertierte Persönlichkeit zu zeigen. Diese riskanten Verhaltensweisen führen zu wiederholten Alkoholmissbrauch und sogar zu gefährlichen Situationen. Punkt Nummer 4: Selbsttäuschung und Leugnung. Narzissten haben oft ein verzerrtes Selbstbild und sind geneigt, die Realität zu verzerren, um ihr eigenes Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Wenn sie Alkoholprobleme entwickeln, oder besser gesagt Probleme ohne Alkohol, könnten sie dazu neigen, es zu leugnen oder zu bagatellisieren, da sie nicht bereit sind, Schwächen oder Unzulänglichkeiten zuzugeben. Die Leugnung des Problems kann dazu führen, dass der Alkoholkonsum weiterhin außer Kontrolle gerät. Sarah, eine narzisstische Frau, entwickelt im Laufe der Zeit ein Alkoholproblem, aber sie weigert sich hartnäckig, dies anzuerkennen.
Sie sieht sich selbst als kontrollierte Trinkerin und glaubt, dass sie ohne Alkohol nicht so erfolgreich und charismatisch sein kann. Sie leugnet jegliche Anzeichen von Abhängigkeit und ignoriert die Warnungen von Freunden und Familie, die besorgt über ihr Verhalten sind. Diese Selbsttäuschung und Leugnung verstärken ihr Alkoholproblem weiter. Und wir haben fünftens Wechselwirkungen und sich verstärkende Effekte. Narzissmus und Alkoholsucht können sich gegenseitig verstärken. Alkohol kann die narzisstischen Tendenzen verschlimmern, da er die Selbstkontrolle beeinträchtigt und die Hemmungen senkt. Gleichzeitig kann der narzisstische Wunsch nach Bewunderung und Anerkennung dazu führen, dass jemand sich selbst und sein Verhalten rationalisiert und somit das Ausmaß des Alkoholproblems vergrößert. Lisa ist eine Frau in ihren 30er Jahren, die unter narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen leidet. Sie hat ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung von anderen und neigt dazu, sich überlegen und unverwundbar zu fühlen. In sozialen Situationen sucht sie ständig nach Bestätigung und versucht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Lisa trinkt seit ihrer Schulzeit Alkohol, aber in den letzten Jahren hat sich ihr Konsum deutlich erhöht. Sie geht oft auf Partys und gesellschaftliche Veranstaltungen, um bewundert und nochmals bewundert zu werden. Ihr narzisstisches Verhalten verstärkt ihren Alkoholkonsum auf verschiedene Weise. Lisa sehnt sich nach Bewunderung und glaubt, dass sie unter Alkoholeinfluss charmanter und unterhaltsamer ist und lustiger. Daher neigt sie dazu, auf Partys exzessiv zu trinken, um in den Mittelpunkt zu rücken und Bewunderung von anderen zu halten. Riskantes Verhalten. Ihr narzisstischer Drang nach Anerkennung führt dazu, dass sie riskantes Verhalten zeigt. Sie betrinkt sich oft so stark, dass sie in gefährliche Situationen gerät, wie das Fahren unter Alkoholeinfluss oder das Eingehen von riskanten sexuellen Begegnungen. Soziale Interaktion. Lisa nutzt Alkohol als soziales Schmiermittel, um leichter mit anderen in Kontakt zu treten und auf charmante Weise mit ihnen zu interagieren und zu flirten. Sie verlässt sich darauf, dass Alkohol ihr hilft, sozial erfolgreich zu sein. Mit der Zeit entwickelt Lisa eine immer stärkere Abhängigkeit vom Alkohol. Sie trinkt nicht nur in sozialen Situationen, sondern auch alleine zu Hause, um ihren inneren Druck und ihre narzisstischen Unsicherheiten zu bewältigen. Ihre Leistung am Arbeitsplatz beginnt zu leiden, da sie häufig unter dem Einfluss von Alkohol ist und sich oft müde und desorientiert fühlt. In diesem Praxisbeispiel sehen wir, wie sich Narzissmus und Alkoholismus gegenseitig verstärken können. Lisas narzisstisches Bedürfnis nach Bewunderung führt zu einem riskanten Alkoholkonsumverhalten, während der Alkoholkonsum ihre narzisstischen Tendenzen verstärkt. Diese sich verstärkende Wechselwirkung hat schwerwiegende Auswirkungen auf Lisas Leben, sowohl in sozialen als auch in beruflichen Aspekten. In diesem Fall professionelle Hilfe und eine umfassende Behandlung sind dringend erforderlich, um ihr bei der Bewältigung dieser komplexen Herausforderung zu helfen und den Weg zur Genesung zu finden. Insgesamt ist die Verbindung zwischen Narzissmus und Alkoholsucht eine komplexe und multidimensionale Angelegenheit. Sie erfordert eine individuelle Diagnose und Behandlungsansätze, die sowohl die narzisstischen Persönlichkeitsmerkmale als auch den Alkoholmissbrauch berücksichtigen. Es ist wichtig, dass Menschen, die von dieser Verbindung betroffen sind, professionelle Hilfe suchen, um ihre psychische Gesundheit zu verbessern und den Weg zur Genesung einzuschlagen. Die Kombination von Narzissmus und Alkoholismus kann schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben. Da haben wir zuerst Beziehungsprobleme. Narzisstische Menschen sind oft egozentrisch und wenig einfühlsam, was zu Konflikten in Beziehungen führen kann. Der Alkoholkonsum verstärkt diese Probleme oft noch, da er die Selbstkontrolle beeinträchtigt. In Beziehungen oder sozialen Interaktionen bedrängen sie häufig andere, auch Alkohol in großen Mengen zu trinken. Damit rationalisieren und normalisieren sie ihr Trinkverhalten, stoßen aber häufig auf Ablehnung. Wir haben die psychische Gesundheit. Der Alkoholmissbrauch kann bestehende psychische Probleme verschlimmern und zu Depressionen, Angstzuständen und Paranoia führen. Wir haben soziale Isolation.
Alkoholismus kann soziale Isolation fördern und narzisstische Menschen könnten sich noch mehr zurückziehen, wenn sie mit den Folgen ihres Alkoholkonsums konfrontiert werden. Berufliche Probleme. Narzissmus kann zu Schwierigkeiten im Arbeitsleben führen. Und der Alkoholmissbrauch kann die Leistung am Arbeitsplatz negativ beeinflussen und damit das Standing, wie man so schön sagt, im Unternehmen und die Arbeitsstelle als Ganzes gefährden. Abweichend von meinen sonstigen Videos gebe ich heute mal keine Tipps für Angehörige bzw. die Opfer von narzisstischen Taten, sondern möchte einmal therapeutische Ansätze und Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Behandlung von Personen, die sowohl unter Narzissmus als auch unter Alkoholismus leiden, erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Wir haben Psychotherapie. Eine zentrale Komponente der Behandlung ist die psychotherapeutische Intervention, um sowohl die narzisstische Persönlichkeitsstörung als auch den Alkoholismus anzugehen. Therapien wie die kognitive Verhaltenstherapie und die dialektisch-behaviorale Therapie können hilfreich sein. Selbstreflexion. Die Betroffenen müssen lernen, ihr Verhalten und ihre inneren Konflikte zu reflektieren und ihre narzisstischen Tendenzen anzugehen. Sofern es noch ein soziales Umfeld gibt, ist die Unterstützung von Familie und Freunden entscheidend, um den Betroffenen bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen und auf dem Weg der Genesung zur Seite zu stehen. Und natürlich, es muss eine Entzugstherapie geben. Wenn der Alkoholkonsum schwerwiegender ist, kann eine stationäre Entzugstherapie notwendig sein, um die körperliche Abhängigkeit zu behandeln. Sie sehen, Narzissmus und Alkoholismus sind komplexe psychische Störungen, die in der Gesellschaft oft isoliert betrachtet werden. Ihre Verbindung, wie hier dargestellt, ist jedoch von großer Bedeutung, da sie das Leben der Betroffenen erheblich beeinflussen kann. Eine frühzeitige Erkennung, professionelle Hilfe und eine umfassende Behandlung sind entscheidend, um den Betroffenen bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu helfen und einen Weg herauszufinden. Dieses Video soll als erster Schritt zur Sensibilisierung für dieses komplexe Thema und zur Förderung eines besseren Verständnisses der Zusammenhänge zwischen Narzissmus und Alkoholismus darstellen. Ich sage wie immer an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte geben Sie dem Video ein Like. Falls Sie noch nicht Abonnenten dieses Kanals sind, geben Sie mir doch bitte ein Abo und belohnen damit die Aufklärungsarbeit hier. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund. Ihr Professor Schockriem.